Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Reading. Ja, heute ist Montag, der 11. September und ich dachte, ich starte ein neues Weekly Reading und es ist das erste herbstliche Weekly Reading. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Den einen Tag saß ich noch draußen in T-Shirt und kurzer Hose und am nächsten Tag hatten wir plötzlich nur noch 15 Grad und jetzt sitze ich hier gerade und friere wirklich, weil es draußen so ungemütlich geworden ist und so herbstlich und es kam so von jetzt auf gleich. Ohne, oh, hier liegt alles im Weg, ohne irgendeinen Übergang. Also es war wirklich, ich saß draußen in der Sonne und am nächsten Tag habe ich mir einen Pulli angezogen, weil es so kalt war. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich glaube, das war's. Der Sommer kommt nicht wieder zurück. Es deprimiert mich wirklich sehr. Ich habe mir gerade erstmal einen Tee hier gemacht. Welche Sorte ist das überhaupt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ägyptischer, ich glaube, das war Granatapfel oder irgendwie sowas. Granatapfel? Ja, es kommt hin. Weil mir ist wirklich so kalt, dass ich sitze hier schon eine Stunde am Schreibtisch und friere so vor mich hin. Also wirklich fürchterlich. Man will im September ja noch keine Heizung anmachen. Ich meine, die läuft ja dann noch lang genug. Und von daher sitze ich hier jetzt mit meinem Tee und versuche mich zu wärmen. Ich habe aber auch gerade gemerkt, dass bei meinem Bruder nebenan schon den ganzen Morgen das Fenster auf ist. Dann kann es ja auch nicht warm sein. Ich habe das erstmal zugemacht. Ja, aber heute starte ich ein neues Weekly Reading. Ich habe eine Weile überlegt, ob es im September überhaupt eins geben wird, weil das Problem ist, dass ich momentan sehr, sehr viel für die Uni tue. Also ich sitze momentan wirklich von mittags bis abends so um 7 oder so am Schreibtisch und lerne und schreibe eine Hausarbeit und ja, halt mit kleinen Pausen natürlich, aber es passiert nicht so viel Spannendes und deswegen dachte ich erst, irgendwie ist das doof. Hab dann letzte Woche erstmal geguckt, was ich generell so schaffe, lesetechnisch und so und ob sich das denn lohnen würde, ein Weekly Reading zu machen und tatsächlich habe ich doch recht gut Zeit zum Lesen gefunden abends, bin da gut vorangekommen und dachte dann, okay, dann versuche ich das jetzt einfach, vielleicht wird es ja ein einigermaßen interessantes Weekly Reading für euch, wenn ich Glück habe. Und ja, von daher mal schauen, es wird wahrscheinlich dann ein bisschen, ja nicht kürzer, doch wahrscheinlich, vielleicht wird es kürzer als die letzten Weekly Readings, da habe ich immer so viel gequatscht und wenn es diesmal nicht so viel zu erzählen gibt, habe ich vielleicht am Ende nicht das Problem, dass ich so viel schneiden muss, weil beim letzten Weekly Reading hatte ich, glaube ich, etwas über eine Stunde Material und habe dann wie wild irgendwas rausgeschnitten in dem Versuch, es ein bisschen zu kürzen, damit es für euch nicht zu lang wird. Und ich glaube, dadurch ist an einigen Stellen echt so ein doofer Übergang entstanden. Und es war an einigen Stellen einfach nicht gut geschnitten. Und das hat mich total genervt. Und deswegen versuche ich, mich diesmal gleich kürzer zu fassen. Und ansonsten wird es halt ein langes Weekly Reading und ich schneide es nicht oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja, heute ist Montag. Ich habe halt nichts Besonderes vor, außer lernen. Da sitze ich jetzt auch schon seit 2 Stunden dran. Das ist jetzt 14 Uhr gleich. Und ich habe aber auch schon ein Video geschnitten, also ein bisschen produktiv war ich auch schon. Ich höre gerade nebenbei ein Hörbuch und zwar habe ich Götterfunke angefangen von Mara Wolf. Liebe mich nicht, das ist der erste Teil einer Trilogie. Kennt ihr vielleicht auch? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, worum es geht. Das ist irgendwas mit Göttern und irgendeiner Liebesgeschichte, irgendwie so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mir das damals, als ich es mir runtergeladen habe, natürlich durchgelesen. Ich hatte auch erst überlegt, das Buch zu kaufen, habe es dann aber eben doch als Hörbuch geladen und habe aber echt nicht mehr im Kopf, worum es da genau geht. Ich bin jetzt noch ganz am Anfang. Die Protagonistin, wie heißt sie nochmal, Jess, fährt irgendwie mit ihrer Freundin in ein Camp und hat da auf dem Weg einen Unfall, den sie aber ich weiß gar nicht, wie viel ich euch da verraten kann, hat auf jeden Fall einen Unfall, der mit einer seltsamen Begegnung endet und diese Leute, die ihr da bei dem Unfall begegnen, die trifft sie jetzt in diesem Camp wieder und irgendwas ist an denen merkwürdig und so, wie das halt immer so ist. Und ja, jetzt gucke ich mal, wie es da weitergeht und höre das so nebenbei, während ich hier meine Notizen anfertige, da geht das dann noch gut. Und ja, ansonsten habe ich für heute nichts mehr vor. Ich wollte eventuell nachher noch mal kurz einkaufen gehen. Ich habe auch überlegt, Karteikarten zu kaufen und meine Lernart oder wie auch immer ein bisschen zu ändern. Hatte da so eine Idee, aber das Wetter ist halt wieder so eklig windig und kalt und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich wirklich weggehen möchte. Ja, ansonsten steht diese Woche an Mittwoch Kino. Mittwoch gehe ich ins Kino mit meiner Mutter in der Zirkel. Ich habe ja vor kurzem 2 Karten verlost und als Dankeschön habe ich halt selbst 2 Freikarten bekommen für den Film. Und die wollen wir Mittwoch einlösen, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig auf die Umsetzung, wie das Buch in den Film umgesetzt wurde. Und ja, bin da sehr gespannt drauf. Dann am Freitag, nee, war das Freitag? Nee, es war Samstag.
Am Samstag muss ich arbeiten und abends gehe ich mit der Familie dann Pizza essen in eine Pizzeria, wo es wirklich gigantisch leckere Pizza gibt aus dem Steinofen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, weil die wirklich sehr lecker ist. Und am Sonntag gehe ich dann auch schon wieder essen, und zwar mit zwei Freundinnen zum Chinesen. Mit denen habe ich zusammen Abi gemacht und seitdem, das ist jetzt 4 Jahre her, und seitdem sehen wir uns halt sehr, sehr selten. Von daher freue ich mich da auch schon sehr drauf. Wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr, weil es einfach anders immer nicht zum, machbar ist. Die wohnen halt auch nicht hier direkt in der Stadt, sodass man sich mal spontan irgendwie treffen könnte. Und wir haben alle irgendwie unterschiedliche Verpflichtungen und das ist immer sehr schwer. Aber ich bin froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, über die 4 Jahre den Kontakt zu halten und jetzt sehen wir uns am Sonntag endlich mal wieder. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Da muss ich unbedingt auch noch einen Tisch reservieren, muss ich dran denken. Ja, und sonst, wie gesagt, werde ich diese Woche lernen und versuchen, möglichst viel Zeit abends dann noch zum Lesen zu finden und euch davon berichten. Ich habe heute Morgen schon ein Kapitel gelesen beim Frühstück. Das habe ich mir jetzt gerade wieder angewöhnt. Ich habe das früher, ganz, ganz früher, als ich noch so in die Grundschule ging und dann später so 5., 6., 7. Klasse. Ich glaube, ich habe das wirklich bis 10., 11. Klasse auch so gemacht, habe ich, dass ich morgens beim Frühstücken halt gelesen habe und irgendwann ist das dann eingeschlafen. Ich glaube, weil ich einen Fernseher in meinem Zimmer hatte und dann fernsehen durfte. Und irgendwie war es mir dann morgens entspannter, fernzusehen beim Frühstücken als zu lesen. Und vor kurzem dachte ich mir, es ist eigentlich doof, weil das ist verschwendete Zeit. Man kann, wenn ich beim Frühstück lese, schaffe ich ja locker schon mal ein, zwei Kapitel und schaffe dementsprechend auch mehr und habe mehr Zeit zu lesen, gerade jetzt, wo ich so mit Lernen beschäftigt bin. Und deswegen habe ich das jetzt wieder angefangen und es gefällt mir auch wieder ganz gut, ich kann gar nicht glauben, dass ich da hiermit aufgehört habe, weil es wirklich total gemütlich ist, morgens mit einer Tasse Kaffee und seinem Frühstück da zu sitzen und neben mein Kapitel zu lesen. Und ja, so habe ich heute Morgen in Der Sommer, als du wiederkamst von Emily Martin schon ein Kapitel gelesen. Das gefällt mir bisher ganz gut. Ich bin aber auch erst auf Seite 70. Und ja, sonst habe ich heute lesetechnisch noch nichts geschafft. Das wird, wie gesagt, alles erst heute Abend kommen. Ich mache jetzt gerade eine kurze Pause. Ich gucke gleich mal, was YouTube so hergibt an Videos. Und werde dann vielleicht erstmal ein Video gucken, während ich meinen Tee trinke und mich ein bisschen aufwärme. Und dann werde ich weiter lernen. Und ja, mehr passiert jetzt erstmal nicht. Ich denke, ich werde euch wieder updaten, wenn ich dann nachher anfange zu lesen. Es sei denn, es passiert zwischendurch irgendwas Weltbewegendes. Ich habe gerade beschlossen, da mir sonst hier gleich die Decke auf den Kopf fällt, dass ich jetzt wirklich kurz einkaufen gehe. Zum einen, ja, möchte ich das mit den Karteikarten, was ich überlegt hatte, gern ausprobieren. Auch wenn ich dadurch ein bisschen länger brauchen werde. Also, ich habe mir so einen groben Plan gemacht, was ich bis wann gelernt haben will und so weiter. Da hinke ich sowieso schon ein bisschen hinterher. Aber noch so, dass ich es noch auffangen kann. Und ja, mit den Karteikarten wird es natürlich sich noch ein bisschen verzögern, aber ich möchte das gern probieren, weil ich glaube, es könnte gut klappen. Ja, und zum anderen drehe ich hier sonst bald durch, weil ich den ganzen Tag nur am Schreibtisch hocke. Und das seit 2 Wochen. Und irgendwann ist einfach, oh, habe ich keine Lust mehr. Und ich dachte mir, ich gehe dann wenigstens einmal am Tag irgendwie raus. Und da heute nichts anderes ansteht, werde ich dann jetzt einfach ein bisschen einkaufen gehen und mir auch gleich irgendwas Süßes mitbringen, was ich nebenbei ein bisschen essen kann. Und auch für nachher zum Lesen. Ich brauche immer irgendwas, was ich nebenbei essen kann. Und ja, schnappe ein bisschen frische Luft. Es haben sich gerade auch die Wolken so ein bisschen verzogen, sodass es draußen ein bisschen angenehmer ist. Und ja, deswegen mache ich das jetzt kurz. Wir haben es übrigens 16 Uhr jetzt gleich, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und wenn ich wieder da bin, werde ich mir dann, glaube ich, auch erstmal Essen machen. Wir essen heute Pizza. Schiebe ich mir dann schnell in den Ofen, wenn ich wieder da bin. Und danach werde ich dann noch so 2 Stunden oder so mich ans Lernen setzen, bevor ich dann für heute Schluss mache und mich ans Lesen mache. Und ja, mit dem Hörbuch, wie viel habe ich gehört? 2 Stunden vielleicht knapp. Das gefällt mir bisher recht gut. Ich überlege gerade, meine Kamera zieht da gerade irgendeine komische Nummer ab. Da blinkt aber irgendwas. Das hat ja. Hä? Ich bin verwirrt. Also die Kamera hat ja verschiedene Moden, keine Ahnung, was da die Anzahl von Modus ist. So Porträt und Landschaftsaufnahmen und bla bla bla. Und ja, jetzt hat sich das gerade so immer verändert. Jetzt ist das plötzlich bunt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Sonnenlicht liegt, dass hier so reinfällt, dass es das Licht halt verändert, dass die Kamera da umschaltet. Müsste es sich ja so wieder verändern. Wirklich. Oha. Faszinierend. Naja, auf jeden Fall, wo war ich? Pizza, lernen, lesen, Hörbuch. Habe ich ungefähr 2 Stunden gehört. Bisher gefällt es mir gut.
Es ist jetzt noch nichts mega Besonderes, also es kommt einem irgendwie alles schon bekannt vor, ein Camp und mysteriöse Leute, die da auftauchen und so, ne? Also nichts, was komplett neu wäre. Aber ich mag die Sprecher ganz gerne, die haben gute Stimmen, kann man gut zuhören. Und die Geschichte bisher ist auch auf jeden Fall so weit interessant, dass ich gern weiterhören möchte. Ich gucke mal, dass ich da jetzt vielleicht jeden Tag beim Lernen so ein bisschen höre und da auch am Ball bleibe, weil in letzter Zeit habe ich echt recht wenig Hörbuch gehört. So in den Sommermonaten jetzt glaube ich gar nicht, weil im Sommer ist bei mir immer Musik irgendwie angesagt. Da habe ich irgendwie mal mehr Lust auf Musik. Und von daher muss ich da ins Hören irgendwie erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Gucke ich mal, dass ich das Hörbuch auf jeden Fall diesen Monat schaffe. Ich habe dann noch zwei, drei weitere, glaube ich, in Reserve. Und dann müsste ich mal wieder ein bisschen Hörbuch shoppen. Ist doch auch schön. Ja, so viel dazu. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und melde mich dann später nochmal. So, mittlerweile ist es 20 Uhr und ich habe dem Schreibtisch gerade den Rücken gekehrt. Ich habe echt keine Lust mehr. Es war genug. Ich habe aber, das ist das Positive, es noch geschafft, sehr viel Hörbuch zu hören. Ich glaube, angefangen habe ich bei 10 Stunden, 20 Minuten, hat das Hörbuch insgesamt. Mittlerweile bin ich bei 6 Stunden und ein bisschen. Also habe ich ordentlich was geschafft heute. Und ja, wenn das die nächsten Tage so weitergeht, werde ich das diese Woche noch beenden. Das wäre ja schon mal sehr cool. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt fertig für heute und wir haben es 20 Uhr, habe ich doch schon gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das Licht ist mittlerweile grottig, obwohl hier an dieser Position geht's. Ich habe eben am Fenster gesessen, auf meinem Sessel, um da zu filmen, weil ich dachte, das sieht so hübsch aus mit der Lichterkette, die da liegt im Hintergrund. Aber da war das Bild sowas von orange. Das ging gar nicht. Also es war wirklich ganz schrecklich. Es ist halt ein bisschen blöd, jetzt wo es abends so früh dunkel wird im Weekly Reading. Wird dann das Licht halt abends immer schlecht und oh Gott, wenn es dann bald um 5 Uhr oder so schon dunkel wird, kriege ich echt Probleme. Ich finde es halt beim Weekly Reading ein bisschen doof, immer die Softbox aufzustellen für so kurze Aufnahmen. Wenn ich richtig drehe, dann bin ich da 2 Stunden beschäftigt und dann steht das Ding 2 Stunden, das ist okay. Aber das jedes Mal aufzubauen für so kurze Clips finde ich ein bisschen doof. Ja, muss ich mir überlegen, wie ich das mache oder irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, mit meiner Stehlampe oder so, ob ich das irgendwie noch besser hinkriege. Ich werde mir jetzt einen Tee machen, weil mir schon wieder richtig kalt wird jetzt gerade. Ich habe meine Decke schon bereit liegen und ich werde mir gleich ein bisschen was von meiner Schokolade bereitstellen und den Fernseher einschalten. Da kommt eine neue Big Bang Theory Folge und dann halt auch noch ältere Folgen, die ich aber auch noch nicht kenne. Das wird so nebenbei laufen und dann werde ich mich heute für den Rest des Abends ans Lesen machen. Und anfangen werde ich mit diesem Buch, mit Nevernight, die Prüfung von Jack Kristoff. Das Ganze ist momentan sozusagen mein Hauptbuch, also das, wo ich echt am ehesten und am meisten zu greife. Ich bin mittlerweile bei der Hälfte angekommen und bisher gefällt mir dieses Buch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich freue mich jeden Tag darauf, wieder das zur Hand zu nehmen. Hier geht es ja um Mia, deren Leben, als sie ein kleines Kind war, zerstört wurde von ein paar Männern. Von den reichsten, den mächtigsten Männern des Landes. Und sie haben nämlich ihren Vater getötet und ihre Mutter eingesperrt. Und sie selbst ist nur sehr knapp entkommen. Und seitdem schwört sie halt, dass sie Rache an diesen Männern nehmen wird. Da das Ganze nicht so einfach ist, schließt sie sich einem Orden von Assassinen an, um halt von denen die Kunst des Tötens zu erlernen. Doch auch das ist eine gewaltige Hürde, weil sie dort halt erst Prüfungen bestehen muss und nur wenige von den Prüflingen halt auserwählt werden, wirklich in diesen Bund mit einzutreten. Und ja, das Ganze ist eine Fantasy-Geschichte, eine sehr, sehr düstere Fantasy-Geschichte mit aber einer sehr kreativen Welt und einer spannenden Welt und spannenden Handlung und mit einem wirklich genialen Schreibstil. Und ich finde das Buch bisher wirklich einfach nur toll und bin verliebt in dieses Buch. Und ja, von daher freue ich mich da sehr, jetzt weiterzulesen. Gestern hatte ich mich einem anderen Buch gewidmet und Samstag habe ich ja bis abends gearbeitet und war danach viel zu müde, um noch irgendwas zu lesen. Und deswegen habe ich da jetzt 2 Tage nicht weitergelesen. Und oh, jetzt wird es endlich Zeit. Ich überlege die ganze Zeit, wie weit ich heute am besten lesen möchte, weil irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo es aufs Ende zugeht, wo es dann für gewöhnlich ja noch spannender wird und an Tempo gewinnt. Und das ist dann immer so, da möchte ich dann nicht mittendrin aufhören, da möchte ich das am besten in einem Rutsch lesen. Von daher muss ich jetzt aufpassen bei der Hälfte, dass ich nicht zu weit lese, weil dann bin ich mittendrin. Ich gucke gerade. Dieses Buch ist nämlich in mehrere Teile unterteilt. Und wenn ich bis zum nächsten Teil lesen würde, erstmal, wäre das ja schon gut. Es sei denn, das ist jetzt schon so bald, dann lohnt sich das ja nicht. Dann ist das doof. Es ist immer so gefährlich. Ah, da ist das ja. Drittes Buch, genau. Aus Schwarz wird Rot. Und das ist wo? Seite 500. Ach, das ist, glaube ich, noch zu weit. So weit komme ich heute nicht. 520.
bin auf 300, das wären fast 200 Seiten. Okay, da brauche ich mir noch nicht so Gedanken machen. Ich schätze mal, da das in mehrere Teile unterteilt wird, dass das erst im dritten und letzten Teil dann halt so spannend wird, dass ich es nicht mehr zur Seite legen möchte. Von daher denke ich, lese ich halt wie die letzten Male auch so ungefähr 100 Seiten oder so. Es sei denn, ich schaffe noch mehr, aber meistens war es so, nach 100 Seiten war dann der Abend schon recht weit fortgeschritten. Meine Konzentration ließ nach, sodass ich dann nicht mehr so viel geschafft habe. Von daher kann ich das auf jeden Fall ganz entspannt angehen, weil kein finaler Kampf droht irgendwie, wo ich dann nicht mehr aufhören kann. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und danach schaue ich mal, je nachdem, wie spät es dann ist und wie munter ich noch bin und wie weit ich in diesem Buch komme, werde ich dann ganz spontan mal gucken, ob ich mich hier von meiner Leseliste noch irgendwas anderem widme. Das würde ich euch dann morgen erzählen, weil ich glaube, heute Abend war es das dann. Passiert nichts mehr und von daher beende ich diesen Tag an dieser Stelle und sage bis morgen. Zweiten Tag des Weekly Readings. Ja, wie ihr vielleicht am Hintergrund erahnen könnt, sitze ich schon wieder am Schreibtisch. Heute ist Dienstag und es ist gleich eins. Ja, und der heutige Tag wird im Prinzip eine Wiederholung des gestrigen. Ich werde bis abends wieder lernen, mit ein paar kleinen Unterbrechungen natürlich. Und dann erst heute Abend lesen. Ich habe gestern in Nevernight weitergelesen, ich glaube 70 Seiten. Dann war ich zu müde, beziehungsweise eigentlich hatte ich dann vor, noch in die Seiten der Welt weiterzulesen. In dem zweiten Teil, den habe ich Ende August, glaube ich, angefangen. Da bin ich auch fast so bei der Hälfte. Ja, aber dann hatte ich mir das bereitgelegt und habe mich kurz ablenken lassen vom Handy, wie das manchmal so ist. Und als ich dann damit fertig war und das Buch zur Hand genommen habe ich einfach gemerkt, dass meine Augen schon so müde sind. Also ich glaube, im Moment kommt es auch einfach daher, dass ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und schreibe und da was lese für die Uni und so. Und irgendwann sind meine Augen einfach fertig und haben keinen Bock mehr zu lesen. Und deswegen habe ich das dann gestern nicht mehr geschafft und habe eben nur diese 70 Seiten in Nevernight gelesen. Aber Nevernight, der Abschnitt, der war richtig genial. Der war wieder sehr spannend und ja, ich finde das Buch einfach bisher richtig toll. Wobei ich sagen muss, dass das, was gestern in dem Abschnitt passiert ist, hat mich nicht wirklich überrascht, weil es lässt sich langsam so ein gewisses Schema erkennen, sage ich mal. Es war erst so, dass ich dachte, oh Gott, da kommt da gleich wieder was. Und dann war ich gerade so dabei zu glauben, okay, da kommt jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Und dann kam es aber doch. Also ja, so langsam habe ich so ein bisschen den Dreh raus, sage ich mal, zu erkennen, wann sowas kommt. Aber nichtsdestotrotz ist es weiterhin sehr spannend und einfach sehr, sehr gut geschrieben und mitreißend. Und ich finde es wirklich genial. Und ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll, wenn das Buch zu Ende ist und ich warten muss, bis es weitergeht. Weil soweit ich weiß, ist das Ganze ja ein Start einer Reihe. Ja, so viel dazu. Das habe ich gestern noch gelesen. Ich habe gestern bei Avell bestellt, kann ich noch erzählen. Ich habe gestern nämlich einen Gutschein von Avell bekommen. Für ein Unpacking, das ich dann drehen kann, haben sie mir einen Gutschein bereitgestellt und dafür konnte ich eben gestern ein paar Bücher bestellen. Ich bin eskaliert ein bisschen beim Bestellen. Nein, also ich habe nicht wirklich mehr bestellt als sonst, aber ich habe über den Wert des Gutscheins hinaus bestellt und sonst gucke ich halt immer, dass es nur so 2, 3 € sind, vielleicht die drüber sind, weil so ganz genau kann man das mit den Preisen ja auch nicht machen, dass es eine Punktlandung ist, sage ich mal. Aber diesmal habe ich, glaube ich, für 20 € mehr bestellt oder so. Aber es waren halt auch einfach so gute Bücher. Es gab so eine geniale Auswahl gestern. Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden. Es waren auch echt Bücher dabei, die ja, vor kurzem erst erschienen sind oder Bücher, die ich auch schon länger auf meinem Wunschzettel hatte. Und sonst war das immer so, ich habe Avell durchgeguckt und ich habe auch immer was gefunden, was mich interessiert. Aber nichts, wo ich so gesagt hätte, oh Gott, das muss ich unbedingt haben und das muss ich unbedingt haben, sondern eher so Bücher, wo ich mir nicht sicher war, die ich ausprobieren wollte oder die schon in Vergessenheit geraten waren auf meinem Wunschzettel. Und gestern war das echt so, dass ich da saß und so, oh Gott, das und das und das und das und das und das, das willst du alles haben, das ist alles auf deinem Wunschzettel. Und ja, von daher fiel es mir gestern ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Und letztendlich habe ich aber wie sonst auch 5 Bücher bestellt und 2 Mangas noch dazu. Aber dadurch, dass es auch
Überwiegend, glaube ich sogar. Hardcover sind, habe ich halt ein bisschen mehr bezahlt, aber ja, ich bin damit zufrieden. Ich freue mich jetzt sehr auf diese Bestellung und darauf, dass das Paket hier ankommt und ich es auspacken und ein Unpacking für euch drehen kann. Ja, das war gestern Abend noch. Heute Morgen habe ich schon ein bisschen gelesen, denn oh Gott, das wackelt das ganze Ding. In diesem Buch, das ist mein Frühstücksbuch, wie ich gestern schon erzählt habe. Der Sommer, als du wiederkamst mit Emily Martin, das ist so eine Liebesgeschichte. Beziehungsweise es geht um Harper, die vor einem Jahr mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, als der ins Internat gegangen ist. Und jetzt ist er halt wieder zurück aus dem Internat und in ihr regen sich die alten Gefühle und es fällt ihr, also sie sieht halt ein, dass sie einen Fehler gemacht hat und will, dass er ihr verzeiht, aber auf dem Klappentext steht dann, er will nicht mal mit ihr reden. Stimmt nicht, kann ich jetzt so sagen, nach den ersten 70 Seiten. Das stimmt einfach nicht. Also, der Klappentext vermittelt da ein bisschen eine falsche Vorstellung. Ich mag sowas überhaupt nicht, wenn auf dem Klappentext was anderes steht, als was in dem Buch passiert. Naja, auf jeden Fall lese ich da so jeden Morgen ein Kapitel beim Frühstück. Ich bin deswegen auch erst auf Seite 75. Gefällt mir vom Stil ganz gut, von der Geschichte her. Ist es so ein bisschen was Altbekanntes? Ich hoffe, dass da noch irgendwas kommt, was das dem Ganzen so ein bisschen was Besonderes verleiht. Ja. Und ich trinke gerade mein erstes Tässchen Tee. Es ist wieder kalt. Ich friere schon wieder. Es ist echt ätzend. Ich bin auch nun mal einfach sehr kälteempfindlich. Und so, ich werde jetzt erstmal ein Video fertig schneiden für Donnerstag, da das ein bisschen länger dauert und ich morgen ja ins Kino gehe und dann sowieso nicht so viel Zeit zum Lernen habe, dachte ich mir, mache ich das heute fertig. Außerdem ist es immer ganz praktisch, wenn beim Schneiden irgendwas schief geht und ich merke, dass das hinterher, dass ich dann noch einen Tag Zeit habe, um das auszubessern, weil es dauert ja auch immer so ein bisschen, bis das dann fertig gerendert ist und so. Ja, das mache ich jetzt und wenn das Video geschnitten ist, lerne ich und höre nebenbei das Hörbuch weiter. So, um 18:30 Uhr, nee Quatsch, 17:30 Uhr, halb sechs, mache ich jetzt gerade meine Lernpause. Also ich habe eben aber auch schon gegessen und oh, ich habe so keine Lust mehr. Ich bin so motivationslos, unmotiviert oder wie auch immer. Ich habe, oh, ich sehe meine Zettel gerade an und habe einfach nur keinen Bock und denke mir so, ah, oh, ich will nicht mehr. Es ist auch irgendwie ärgerlich oder ja, schwer, wenn man wirklich sich die ganze Zeit nur mit einem Thema beschäftigt. Weil ich habe ja im Prinzip alle Klausuren geschafft, außer Mathe und halt eine Hausarbeit in Mathe-Didaktik. Also es ist gerade nur Mathe, Mathe, Mathe. Und wenn ich wenigstens wechseln könnte zwischen Mathe und Bio oder Mathe und Pädagogik, dann wäre es ja auch irgendwie angenehm. Dann könnte ich so zwischendurch mal meinen Kopf mit einem anderen Thema beschäftigen. Aber so ist es rund um die Uhr Mathe. Und das bringt mich gerade so ein bisschen zum Durchdrehen. Und das, obwohl ich heute gar nicht so viel gemacht habe. Weil ich vorhin ja noch ein Video geschnitten habe, das war mein Wunschzettel-Video, das hat recht lange gedauert, weil ich ja die Bilder eingeblendet habe und dann die Infos, also den Text und den Preis, Verlag und so weiter, was ich immer mache, und dann noch die Musik drunter legen und das hat alles so lange gedauert. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Stunde daran geschnitten, bis ich zufrieden war. Und ja, dadurch habe ich recht spät angefangen, um 2 und dann jetzt halt bis 5. Kurz vor 5, also echt nicht lange. Und es ist mir gerade schon zu viel. Ich habe so keine Lust mehr. Und ja, von daher mache ich jetzt gerade eine kleine Pause und mache jetzt eine halbe Stunde irgendwas anderes. Im Moment läuft der Fernseher nebenbei. Und versuche mich dann nochmal eine Stunde konzentriert da irgendwie dran zu setzen. Und dann war es das für heute. Sonst renne ich hier bald mit dem Kopf gegen die Wand. Das nervt mich gerade alles. Und ja, das gibt es nicht zu berichten. Ich dachte, ich melde mich mal so kurz. Draußen ist es grau und nass und eklig und nicht hübsch. Und ja, ich freue mich einfach gerade auf morgen, aufs Kino und mal was anderes machen. So, mittlerweile ist der Abend eingekehrt und ich sehe mich gerade nur halb, weil ich die Stehlampe hier direkt vor mir stehen habe. Aber es ist das Licht einigermaßen gut, stelle ich gerade fest. Und ja, es ist Abend, es ist 20 Uhr. Ich habe so um 19 Uhr, glaube ich, aufgehört zu lernen. Und hatte auch noch echt keinen Bock mehr. Aber was ich heute auf jeden Fall noch geschafft habe, ist mit den Karteikarten anzufangen und bin da sogar relativ weit schon gekommen. Das finde ich ganz gut. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Freund von Karteikarten, aber wollte das jetzt gerne ausprobieren. Und im Moment habe ich auch echt das Gefühl, dass mir das was bringen wird. Mal schauen. Ja, da habe ich vor einer Stunde mit aufgehört. Ich habe seitdem auch schon ein bisschen gelesen. Und zwar habe ich in die Seiten der Welt 2 weitergelesen. Ich bin da aktuell auf Seite 230. Ich werde da jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Ich würde nämlich gerne bis Seite 300 kommen, dann bin ich bei der Hälfte genau angelangt. Und ja, bis dann möchte ich jetzt auf jeden Fall noch lesen. Ich muss sagen, die Bücher von Kai Mayer machen es mir immer so ein bisschen schwer. Ich finde die Geschichte interessant, aber sein Stil
stört mich einfach manchmal. Also ich finde, also ich kann das manchmal einfach nicht flüssig lesen oder nicht länger am Stück lesen. Das macht es mir ein bisschen schwer, aber davon abgesehen mag ich die Geschichte. Wenn ich damit lesen fertig bin, weiß ich noch nicht genau. Eigentlich wollte ich ja dann Nevernight weiterlesen und die nächsten 100 Seiten in Angriff nehmen. Dann wäre ich auch beim letzten Teil des Buchs angekommen. Aber ich habe auch total Lust, Riders von Veronica Rossi anzufangen. Da bin ich schon heiß drauf, seit es hier letzten Monat angekommen ist. Ja, aber es ist halt ein bisschen unpraktisch, weil ich dann fünf angefangene Bücher habe. Sechs angefangene Bücher. Ich habe jetzt schon fünf. Das wäre dann das sechste. Und so gar nicht auch parallel lese, sollte man es ja nicht übertreiben, weil irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Und deswegen ringe ich gerade ein bisschen mit mir, ob ich Nevernight weiterlese oder Riders anfange. Klüger wäre es ja, ein Buch echt erst zu beenden, bevor ich Riders anfange. Aber ich weiß nicht, ich habe da gerade so total Lust drauf. Und selbst wenn ich die Tage ein Buch beende, ich will Montag mit Clary auch Hardwired anfangen. Und dann ist es sowieso wieder eins mehr. Und dann kann ich es wieder nicht anfangen. Und das ist irgendwie doof. Und deswegen, ja, ringe ich gerade ein bisschen mit mir, was ich denn nachher lese. Oder ob ich das vielleicht nur kurz anlese zumindest. Dann Nevernight weiterlese. Ich weiß es noch nicht. Ich werde dann ganz spontan entscheiden, wie ich Lust habe. Und ja, so sieht ungefähr mein Abend aus. Nebenbei habe ich im Moment zumindest noch Full House an, gucke da die siebte Staffel, vielleicht mache ich mir auch gleich noch was anderes an. Und ja, ich habe mich schon in einen Schlafpulli gekleidet, den ich gefunden habe. Ich habe eigentlich nur so kurze Schlafklamotten und mir war gerade so kalt, es ist so kühl geworden, es ist schrecklich. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und habe tatsächlich noch so einen älteren Pulli gefunden. Und der ist Gott sei Dank einigermaßen warm. Und ja, einen Tee habe ich mir auch gemacht. Da ist er. Und ja. So werde ich mir jetzt den Abend gemütlich machen, den Abend verbringen und heiß. Ja, das war's dann auch. Ich sage Tschüss für heute und melde mich morgen wieder. Und morgen geht es dann ins Kino und wird nicht ganz so lernreich der Tag. Und darauf freue ich mich schon. Und ja. Da wären wir beim nächsten Tag vom Weekly Reading und heute ist tatsächlich schon Donnerstag. Der gestrige Tag, der war etwas anders als geplant, deswegen bin ich irgendwie gar nicht zum Film gekommen und also als ich dann abends zu Hause war, hätte ich halt Zeit gehabt, da dachte ich mir irgendwie jetzt nur am Abend so einen Clip zu filmen, ist irgendwie doof. Dann machst du doch den Tag einfach nichts und irgendwie gefällt mir gerade die Kameraperspektive noch nicht und es ist zu dunkel und außerdem ist mein Stuhl nass. Ich habe hier gerade irgendwie meinen Tee verkippt und habe nicht genau gemerkt, wo das überall hingeflossen ist. Dienstagabend habe ich, jetzt muss ich mir überlegen, In den Seiten der Welt Teil 2 weitergelesen. Das hatte ich ja auch so geplant und wollte danach noch in irgendeinem anderen Buch weiterlesen. Hatte überlegt, Riders anzufangen. Letztendlich habe ich nur 70 Seiten in die Seiten der Welt gelesen, weil ich habe dann den Fehler gemacht. Also ich habe nebenbei ja immer irgendwas laufen und hatte erst auf Netflix Full House nebenbei laufen. Und irgendwie habe ich dann gedacht, oh, da hast keine Lust mehr drauf, guckst du mal, was sonst noch so auf deiner Liste ist. Und habe gesehen, dass es jetzt die sechste Staffel von Pretty Little Liars auf Netflix gibt. Freut mich sehr, weil ich da schon verzweifelt drauf gewartet habe, damit ich die endlich gucken kann. Weil wenn man die kauft, und wenn die, also es gibt die ja schon auf DVD, aber die sind am Anfang immer so teuer. Und ich sehe das nicht ein, da am Anfang 30 € für auszugeben, wenn es die nach ein paar Monaten oder ja nach einem Jahr meinetwegen für 12 € gibt oder so. Also das finde ich dann ein bisschen blöd. Deswegen habe ich jetzt gewartet, dass die auf Netflix endlich kommen. Aber es war schon ein böser Fehler, weil Pretty Little Liars neue Folgen gucken und nebenbei lesen funktioniert nicht so wirklich. Ich habe zwar nebenbei gelesen, aber es waren dann letztendlich noch. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 50 Seiten und während ich dann irgendwie 3 Folgen Pretty Little Liars noch geguckt habe, habe ich noch 20 Seiten geschafft. Also war nicht sehr viel. Aber jetzt kann ich endlich weitergucken. Ich bin so glücklich. Und das hat gleich so spannend gestartet. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, dass ich bei Avell bestellt habe, weil ich nicht mehr weiß, ob das am Dienstag oder am Montagabend war. Aber auf jeden Fall habe ich bei Avell bestellt und ich hoffe, dass die Bestellung jetzt morgen oder übermorgen ankommt. Und ja, gestern wollten wir ja ins Kino, waren wir auch. Wir hatten einen Kinotermin um kurz nach 5 war die Vorstellung und wollten natürlich dann eigentlich erst um was 16:15 Uhr oder so losgehen, halt damit wir rechtzeitig da sind. Aber es war gestern so ein schreckliches Wetter und meine Mutter stand hier und wollte eigentlich einkaufen gehen, was zum Mittagessen kaufen gehen, für wenn wir wieder da sind, dass wir etwas zu essen haben und es hat die ganze Zeit
ohne Ende geregnet. Das war wirklich, es war fürchterlich gestern. Es war auch so windig. Ich hatte echt Angst, hier fliegen gleich die Fenster aus den Wänden. Also es war wirklich richtig, richtig stürmisch und hat geregnet ohne Ende. Und sie meinte, so gehe ich nicht raus. Da fliege ich weg und bin klitschnass und das macht keinen Sinn. Und dann kam eine kleine Regenpause. Und dann meinte sie, komm, wir gehen jetzt einfach schon. Da war es irgendwie 14 Uhr und wir gehen dann erst essen und gehen dann in Ruhe ins Kino. Dann sind wir schon in der Nähe vom Kino, wenn wir was essen gehen. Wenn wir dann nass werden, ist es nicht so schlimm, weil der Weg ist kurz. Und ja, deswegen sind wir dann letztendlich schon um 14 Uhr, als ich gerade hier so mit allem fertig war und meine Lernsachen hingelegt hatte und anfangen wollte und vorher noch vor euch filmen wollte, gerade sind wir dann halt los um 14 Uhr, sind da erst essen gegangen, es war sehr, sehr lecker und sind halt dann ganz gemütlich zum Kino weitergegangen und haben uns der Circle angeguckt. Ja, und deswegen bin ich halt vorher nicht zum Film gekommen und als ich dann um 8 Uhr zu Hause war, dachte ich mir so, ja gut, jetzt ist auch egal, dann kannst du den Tag auch weglassen. Der Circle hat mir als Film sehr gut gefallen. Es ist eine gute Buchumsetzung. Natürlich fehlt einiges aus dem Buch. Also es gibt auch einen Charakter, der im Buch immer wieder vorkommt, der im Film gar nicht vorkommt, was ich aber nicht schlimm fand, weil das irgendwie im Buch auch nur so seitenfüllend wirkte. Also es war nicht wirklich wichtig für die Handlung, für den Sinn der Geschichte und von daher fand ich das nicht schlimm, dass das jetzt im Film fehlte. Also die Botschaft des Films, der Sinn des Films und die ganze Handlung, die wichtig war um den Circle, ist halt erhalten geblieben, trotz dieser Kürzung. Ein paar Sachen wurden auch umgestellt, die kamen im Film früher dran als im Buch, fand ich aber auch nicht schlimm, weil am Ende war alles schlüssig und passte gut zusammen und hat einen guten Film ergeben. War eine gute Umsetzung. Was mich sehr erleichtert hat, ist, dass ich die Filmumsetzung von May, dass mir die etwas sympathischer war als die im Buch. Ja, und das ist von dem Ganzen drumherum mit Medien und wohin das führt und so genauso schockierend eigentlich wie das Buch und von daher finde ich den Film auf jeden Fall gelungen. Das Ende haben sie ein bisschen abgewandelt, ist vom Sinn her, von der Botschaft her das gleiche, aber der Weg dahin ist ein bisschen geändert worden, fand ich aber auch nicht schlimm. Und von daher, ja, ich bin mit dem Film zufrieden. Ich hoffe, wenn ihr ihn euch noch ansehen solltet, dass es euch genauso geht. Das war so der gestrige Tag. Ich habe dann gestern Abend noch Nevernight weitergelesen. Ich wollte Pretty Little Liars gucken. Aber durch den Sturm hat das Internet nicht länger als ein paar Minuten am Stück funktioniert, weil ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn so eine Windböe kam, als wenn das an den Leitungen irgendwie rüttelt, an den WLAN-Leitungen, keine Ahnung, dann fiel das Internet aus. Und jetzt geht es wieder, also es muss echt irgendwie am Wetter gelegen haben. Von daher konnte ich gestern nicht in Ruhe weitergucken. Ich habe eine Folge geschafft, dazwischen immer wieder Unterbrechung, weil das Internet ausfiel. Nach einer Folge hatte ich dann die Schnauze voll, hab's gelassen und ja, hab dann ganz in Ruhe Nevernight weitergelesen. Da bin ich jetzt auf Seite 520, das heißt, mir fehlen noch knapp 200 Seiten bis zum Ende und es ist weiterhin so gut und so spannend und ich bin jetzt beim letzten Abschnitt, das sind drei Abschnitte geteilt und ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht und würde es gerne eigentlich heute beenden, weil ich glaube, ich muss heute Abend dann an irgendeiner Stelle stoppen sonst, wo es mega spannend ist jetzt zum Ende hin. Aber da ich jetzt wieder den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen darf und lernen darf, gerade auch, weil ich gestern nichts getan habe, ja, werde ich das nicht schaffen, diese 200 Seiten heute komplett zu lesen und werde es dann morgen beenden und gu einfach gucken, dass ich heute Abend eine recht gute Stelle zum Stoppen finde. Ich habe dann gestern ein Buch bekommen und zwar ist bei mir dieses Buch angekommen, die Königschroniken, ein Reif von Eisen. Das wird so beworben als das deutsche Game of Thrones. Ja, also es klingt auch so ein bisschen nach der Sparte, sage ich mal. Es gibt ein Kaiserreich, wo Unruhe herrscht, wo ein Machtwechsel kurz bevorsteht und der Stammesfürst Morwa versucht halt all seine Völker im Norden unter seiner Flagge zu einen und es gilt halt nur noch einen Stamm zu besiegen und er spürt, dass sein Ende naht. Und muss irgendwie entscheiden, welcher seiner Söhne dann die Herrschaft übernehmen soll. Dann gibt es eine Sklavin mit besonderen Kräften, die auch eine bedeutende Rolle spielt. Es gibt ein junges Mädchen, das versucht, ihre Schwester zu befreien und dabei selbst gefangen genommen wird. Und es gibt, was war hier noch? Genau, die uneheliche Tochter des Stammesführers, die halt auch plötzlich eine wichtige Rolle in dem Ganzen spielt. Und letztendlich geht es dann um diese drei Mädchen, dass sie alle irgendwie eine wichtige Rolle spielen und damit reingezogen werden und letztendlich über, ja, das Schicksal des Landes entscheiden, wie auch immer. Klingt ganz spannend. Ich bin da recht neugierig drauf. Ich habe jetzt das Buch jetzt nicht
Ich halte mich jetzt nicht an dem Vergleich fest, dass es ist wie das deutsche Game of Thrones. Ich sehe das als ganz eigene Geschichte und versuche da keine Vergleiche zu ziehen, weil ich glaube, dann enttäuscht mich das am Ende nur. Weil man muss bei solchen Aussagen finde ich, immer auch vorsichtig sein. Also sowas steht ja öfters mal auf Büchern und oft finde ich, stimmt das dann aber nicht oder ich kann da keine Verbindung sehen. Hier bin ich aber recht gespannt drauf. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist der Start einer Reihe. In 4 Bänden war es geplant, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich mal gucken. Das stand hier irgendwo auf meinem schlauen Zettel. Genau, insgesamt sind 4 Bände geplant und der zweite erscheint halt schon im Januar. Also ist auch nicht so lange, dass man warten muss. Und der Autor ist wohl auch ein recht bekannter. Der hat schon Thriller veröffentlicht, Jugendbücher veröffentlicht und wohl auch recht erfolgreich, wie ich das dem beiliegenden Zettel so entnehmen konnte. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und werde das, schätze ich mal, zum Jahresende hinlesen, damit ich nicht so lange warten muss. Bis Januar. Also im Oktober passt es sowieso nicht mehr rein von der Leseliste. Von daher denke ich mal, werde ich das im November lesen. Das erscheint halt auch erst Ende Oktober und von daher ist das ja nicht so dramatisch. Ja, das kam gestern bei mir an. Und heute Morgen kam auch was bei mir an und nämlich meine Visitenkarten. Ich habe jetzt Visitenkarten, das ist die Vorderseite und dann gibt es noch eine Rückseite mit Adresse und so. Ja, und jedes Jahr auf der Buchmesse werde ich halt von Verlagen oder so gefragt, wenn ich mich mit denen unterhalte, ob ich eine Visitenkarte habe. Und ich habe immer keine. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich mal welche machen lassen. Ich habe es letztes Jahr schon vergessen und zur Leipziger Buchmesse dieses Jahr hatte ich es auch vergessen. Und jetzt habe ich mal dran gedacht und zur Frankfurter Buchmesse habe ich dann endlich welche. Ich wette, jetzt fragt mich keiner, weil jetzt habe ich welche. Ist ja immer so, ist wie wenn man mit dem Regenschirm losgeht und dann regnet es nicht und dann vergisst man ihn und dann regnet es doch. Und ja, aber ich habe sie und zur Not verteile ich sie einfach irgendwie an den Verlagsständen heimlich und dann kennt mich jeder. Nein. Ja, so viel dazu. Und jetzt ist es 13:30 Uhr und Donnerstag und ich sitze am Schreibtisch und werde lernen. Nebenbei werde ich wohl gleich das Hörbuch weiterhören. Da habe ich auch noch 5 Stunden vor mir. Mir ist wieder bitterkalt. Es ist einfach nur noch eklig draußen und oh, selbst unsere Katze traut sich nicht mehr raus und die ist eigentlich, also die geht selbst bei Schnee raus. Die ist eigentlich hart und nicht so empfindlich, aber sie hat auch gerade nur so aus der Tür geguckt und die Nase gerümpft und ist wieder weggegangen. Also es war selbst ihr zu eklig. Und ja, von daher sollte ich jetzt auch meinen Tee schnell austrinken, bevor er hier kalt wird. Ich mache es wie die letzten Tage auch. Ich lerne. Sollte zwischendurch irgendwas mega Spannendes passieren, melde ich mich zwischendurch auch schon mal oder ansonsten halt heute Abend, wenn es ans Lesen geht. So, wie man vielleicht erkennt, bin ich gerade in der Küche. Es ist 14 Uhr. Es ist also noch nicht lange her. Moment, Kaffee. Knopf drücken. Noch nicht lange her, seit ich das letzte Mal gevloggt habe. Wo ist eigentlich die Katze hin? Jetzt hat sie sich doch noch rausgeschlichen. Die Sonne scheint, ja. Ich saß eben so an Mathe und dachte mir plötzlich, Muffins. Jetzt ein Muffin. Das wäre einfach nur genial. Und ich backe ja auch relativ gerne und von daher habe ich gerade beschlossen, Muffins zu backen. Ich habe echt da gesessen und dachte so, oh Gott, jetzt ein Muffin. Das wäre ein Traum. Jetzt ein Muffin, so ein ganz einfach, das muss gar nichts Ausgefallenes sein. Und ich habe so ein Rezept für Marmor-Muffins. Das ist im Prinzip der Grundteig und in eine Hälfte kommt noch Kakaopulver und ein bisschen Schokolade und dann, ja, mischt man das so. Und dann hat man halt einen hellen Teil im Muffin und einen dunklen. Klingt total simpel, es war wahnsinnig lecker. Und ich dachte, gut, wir haben wahrscheinlich eh nicht alles da. Guckst du mal, ob alle Zutaten da sind und wenn nicht, dann kannst du das gleich wieder vergessen. Aber natürlich, gerade dann, wenn ich eigentlich nicht backen sollte, weil ich eigentlich lernen müsste, haben wir alle Zutaten da. Und deswegen habe ich gerade beschlossen, weil mir das sonst keine Ruhe lässt, backe ich jetzt Muffins. Ist natürlich total die Lernvermeidungsmaßnahme, weil ich einfach keinen Bock habe auf Mathe, aber egal, ich habe gerade so Lust auf Muffins und habe schon länger nicht mehr gebacken, was voll traurig ist. Und ja, von daher werden jetzt Muffins gebacken. Und während ich unten am Backen war, kam ein Päckchen bei mir an. Und es ist unschwer zu erkennen, dass ein Buch drin ist. Und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt mal kurz hier vor der Kamera auf und mache ein Mini-Unpacking im Weekly Reading. Und ich muss erst mal gucken, wie ich es hier aufkriege. Ich habe einen Verdacht, was drin ist, muss ich sagen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich warte nämlich auf einige Bücher im Moment oder auf einige Päckchen. Und von daher
Schauen wir mal. Irgendwie muss das doch einfacher aufgehen. Kann man das hier nicht einfach aufziehen an der Seite? Das wäre natürlich praktisch. Nein, das geht nicht. Oh Gott, ich zerreiße es. Das war doof eingepackt irgendwie. So, na endlich. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Jetzt kann ich von der Seite rein. Ja, genau. Es ist Beautiful Liars, verbotene Gefühle aus dem Ravensburger Verlag. Da kam nämlich vor ein paar Tagen, beziehungsweise irgendwann letzte Woche war das. Ich glaube, es war vorletzte Woche, weil da war das Wetter noch so schön. Kam so eine Art Einladungskarte zu einer Party bei mir an. In diesem Buch dreht es sich nämlich auch um eine Party. Und jetzt ist das Buch dazu angekommen. Das spielt nämlich im New York der Zukunft und irgendwie geht es um eine, also die reichen Leute wohnen oben in den Hochhäusern und die armen Leute halt unten und oben in einem dieser Hochhäuser findet irgendwie eine Party statt, wo dann am Ende, glaube ich, auch jemand stirbt und es geht hier irgendwie um vier Personen, die alle besondere Geheimnisse haben und ja... Irgendwas passiert dann auf dieser Party und alles läuft so ein bisschen schief und dann drohen die Geheimnisse ans Licht zu kommen und so weiter. Das Ganze wurde schon so ein bisschen verglichen mit Gossip Girl und Pretty Little Liars. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Klingt auf jeden Fall recht vielversprechend. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox, dann könnt ihr es euch mal genauer anschauen. Und es ist auch ganz hübsch, weil es glitzert so ein bisschen. Kann man das erkennen? So ein bisschen sieht man es, glaube ich. Also... ja, ha, darauf habe ich nämlich auch schon gewartet und ich bin froh, dass es jetzt da ist. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, im Oktober gelesen werden. Und ja, so viel dazu. Das war in dem Päckchen. Ich habe jetzt eine Viertelstunde, bis die Muffins raus müssen. Bis dahin lerne ich jetzt brav weiter. Jetzt, wo das aus meinem Kopf ist mit den Muffins, glaube ich, klappt das auch wieder, weil es hat echt so meine Gedanken beherrscht. Oh, Muffins, Muffins backen. Und ja, ich habe ganz einfache Marmor-Muffins gebacken, sprich... eine Hälfte mit Kakaopulver, der Teig, und eine Hälfte ohne Kakaopulver. Und habe das Ganze ein bisschen aufgepeppt mit gehackten Haselnüssen, um das so ein bisschen herbstlicher zu machen. Und ja, gerade ist mein neues Video auch online gegangen, neues Format. Und zwar geht es um meinen Wunschzettel. Und da habe ich schon 4 Kommentare und bisher scheint euch das sehr zu gefallen. Das freut mich auf jeden Fall. Und von daher denke ich auch, dass ich das in Zukunft nochmal machen würde. Ich habe da ja, ich meine, da kann man ja noch viel machen. So Genre-Unterteilung auf dem Wunschzettel oder Bücher, die schon lange auf dem Wunschzettel sind. Oder Bücher, die wegen anderer Booktuber auf den Wunschzettel gewandert sind und so weiter. Also da hätte ich noch einige Ideen und ich habe euch auch nach Wünschen gefragt. Und von daher, ja, wird das sicher noch ein paar Mal kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es euch gefällt. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich lerne jetzt erstmal weiter, zumindest bis die Muffins aus dem Ofen kommen. Und dann rette ich sie erstmal und koste sie. Und dann wird auch weiter gelernt. Und ich schaue mal, wann ich mich dann wieder bei euch melde. So sehen meine Muffins fertig aus. Und ich finde, sie sehen richtig gut aus. Bis auf den. Ich weiß nicht warum, aber er ist irgendwie platt geworden. Also wirklich komplett platt. Und jetzt lasse ich die abkühlen und oh, dann freue ich mich schon drauf. Es ist 8:30 und das Licht ist wieder mal katastrophal um diese Zeit. Muffins gebacken. Die Muffins waren sehr lecker, Gott sei Dank. Es sind aber nur noch 5 Stück davon, 12. Also wir haben schon kräftig zugelangt. Und ja, dann habe ich noch recht erfolgreich gelernt. Also ich bin trotzdem noch recht weit gekommen. Das beruhigt mich ja. Dann war das Muffinsbacken zwischendurch nicht ganz so schädlich. Und ja, jetzt haben wir gerade noch was gegessen. Jetzt ist es 9:30 und ich werde es mir jetzt gemütlich machen und lesen. Und mal gucken, wie weit ich in Nevernight heute komme, ob ich eine gute Stelle finde zum Aufhören. Weil ich glaube, die ganzen 200 Seiten bis zum Ende werde ich nicht schaffen. Obwohl es total schön wäre, aber... so, erfahrungsgemäß, die letzten Tage waren es immer so um die 100 Seiten, die ich geschafft habe. Von daher glaube ich da nicht dran. Ja, und nebenbei gucke ich dann auch wieder ein bisschen Pretty Little Liars gleich weiter. Ich wollte eigentlich erst einen Film gucken, aber ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden und habe nicht wirklich was gefunden, was mich angesprochen hat. Von daher wird es doch wieder Pretty Little Liars. Und ja, sonst gibt es nichts weiter zu berichten. Ich habe noch eine E-Mail bekommen, dass das Avail-Paket wahrscheinlich morgen ankommt. Da hoffe ich ja drauf, das wäre sehr schön. Und ansonsten war es das von mir für heute und ich sage bis morgen. Und wir wären beim Freitag angekommen und ich habe heute keine Lust auf irgendwas. Ich bin heute ein bisschen mies drauf. Das Internet hat heute Morgen rumgesponnen, als ich mein Video hochladen wollte. Das war schon mal blöd. Jetzt gerade geht's. Ich hoffe, es hält durch, weil meistens ist es so, wenn es einmal am Tag nicht geht, dann spinnt das den ganzen Tag und...
dann schaffe ich es halt nicht, das Video hochzuladen, weil das eine gewisse Zeit braucht und so lange hält das Internet meistens nicht durch. Aber jetzt gerade geht es, von daher hoffe ich, dass das klappt und ich das Currently Reading für heute pünktlich hochladen kann. Morgen muss ich hier arbeiten und ich habe gerade erfahren, dass ich ja an einer anderen Stelle praktisch arbeite, in einem anderen Stadtteil, wo ich noch nie war, mich null auskenne und mit dem Bus hinfahren muss morgen in aller Frühe um 7 oder so. Also ja, das nervt mich gerade auch ein bisschen. Ich hasse das, wenn man sich gerade irgendwo eingewöhnt hat und dann muss man schon woanders irgendwie hin. Ist ja, also weil wir haben drei Stellen, sage ich mal, und das eine ist die Hauptstelle, da wurde ich eingearbeitet und kaum war das vorbei, musste ich zu einer anderen Stelle, da habe ich die letzten 2 Wochen gearbeitet, jetzt habe ich mich da gerade eingewöhnt und jetzt muss ich wieder zu einer anderen Stelle. Und ich erfahre das immer erst einen Tag vorher und das nervt mich gerade, weil ich jetzt schon weiß, dass ich dann morgen das erstmal suchen muss, weil ich da noch nie war, nicht genau weiß, wo das ist und dann mich da morgen erstmal irgendwie zurechtfinden muss und dadurch dauert es dann alles länger und ich bin dann später fertig und das nervt mich. Ja, so viel dazu. Und ich versuche gerade einfach nur irgendwie wieder gute Laune zu kriegen. Ich habe eben schon Tee getrunken, ganz gemütlich, weil ich dachte, vielleicht hilft ein Tee. Aber, oh Gott, na. Und mir ist kalt. Mir ist gerade richtig, richtig kalt, weil wir immer noch keine Heizung an haben, obwohl draußen mittlerweile gerade so noch zweistellige Temperaturen sind, so 12, 13 Grad morgens beim Aufstehen. Das geht ja eigentlich noch. Aber dazu dieser Wind und so, der pfeift hier irgendwie durch die Fenster. Unsere Fenster sind teilweise schlecht isoliert. Auch unsere Haustür. Wenn man vor der Haustür steht, kriegt man eiskalte Füße, weil da unter die Luft durchpfeift. Und ja, es ist alles gerade alles doof. Kennt ihr das, wenn ihr so an einen Tag habt, wo ihr wirklich alles so einfach blöd findet? Naja, kommen wir zu was Positivem. Ich habe gestern Abend tatsächlich Never Night noch beendet. Ich hatte ja gesagt, das schaffe ich niemals, weil es sind 200 Seiten und die letzten Tage habe ich immer so 100 Seiten geschafft und dann war es 0 Uhr meistens und ich war dann zu müde, um weiterzulesen und hätte nie damit gerechnet, dass ich es gestern tatsächlich schaffe, das Buch auszulesen. Aber tatsächlich war es so, wie ich es befürchtet hatte. Ich habe gelesen und zu dem Zeitpunkt, wo ich sonst aufgehört hätte, so nach 100 Seiten, gab es einfach keine Stelle mehr, wo ich einfach hätte aufhören können, weil es so spannend war. Es ist auf den letzten 200 Seiten so viel passiert und ich wollte unbedingt wissen, wie das Ganze jetzt ausgeht und was noch passiert. Und ja, dann war es 0 Uhr und 100 Seiten und ich hatte noch so 80, 90 Seiten vor mir. Und ich war Gott sei Dank gestern nicht so müde. Also ich konnte auch noch wirklich weiterlesen und nicht wie die Tage davor, wo ich dann noch einfach müde genug war, um zu schlafen und zu müde zum Lesen. Von daher dachte ich mir, okay, das schaffst du jetzt noch. Ist egal, wie lange du wach bleibst. Du musst jetzt wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und letztendlich war es dann doch 2 Uhr morgens fast, als ich fertig war. Also zum Ende hin hat meine Konzentration dann halt schon nachgelassen und dann wurde ich immer ein bisschen langsamer mit dem Lesen. Deswegen hat es dann alles ein bisschen länger gedauert, als wenn ich das jetzt tagsüber gelesen hätte. Aber ja, ich habe das Buch beendet und oh mein Gott, für mich ist dieses Buch echt ein Highlight. Es ist so eine spannende Geschichte, so eine interessante Welt, so eine interessante Protagonistin. Und es ist einfach so eine Geschichte, wo man denkt, man weiß, was kommt, und dann kommt das, aber doch nicht. Oder ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, da passiert bestimmt das und das. Und dann kam aber im Prinzip die Situation und es passierte nicht. Und gerade wo ich dachte, okay, dann halt doch nicht, dann passierte es halt doch. Also obwohl ich mit manchen Sachen gerechnet habe, hat es mich trotzdem überrascht. Das war schon lustig. Aber es gab auch wirklich ein paar Wendungen, mit denen man vielleicht hätte rechnen können, mit denen ich aber nicht gerechnet habe. Beziehungsweise ich habe einfach nicht genau darüber nachgedacht. Das waren halt auch Sachen, die ich wollte, dass sie passieren. Und dann denke ich da nicht drüber nach, weil ich ja, einfach hoffe, dass es nicht passiert, die dann aber doch passiert sind. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, was einen nicht schont als Leser, würde ich mal sagen. Also es gibt ja Bücher, wo man merkt, die Autoren versuchen da krampfhaft irgendwie ein Happy End reinzukriegen oder ja, aus die schlimmen Situationen doch noch krampfhaft zum Guten zu wenden, einfach damit die Geschichte am Ende ein positives Gefühl hinterlässt. Und so ein Buch ist das nicht. Also es ist wirklich, sag ich mal, ein ehrliches Buch und ein schonungsloses Buch. Und es war für mich auch jetzt gerade irgendwie total das Richtige, weil ich richtig Lust auf so eine düstere Geschichte hatte. Und da passte das richtig gut rein. Und ja, ich bin begeistert von dem Buch. Es wird dazu noch eine Rezension geben, da erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht auf die Fortsetzung, ne? Also so wie ich das verstanden habe, wird das wohl eine Trilogie. Da steht irgendwie, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe das ja hier stehen. Weil hinten im Epilog, beziehungsweise hinter dem Epilog kommt noch so eine
letzte Seite, wo sich praktisch der Autor wieder an den Leser wendet. Und da steht irgendwie, schließlich ist diese Erzählung auch nur eine von dreien, Geburt und Leben und Tod. Also ich glaube, das bezieht sich halt darauf, dass das Ganze eine Trilogie werden soll, diese Geschichte. Kann natürlich auch voll die Fehlinterpretation sein, aber so würde ich das jetzt verstehen. Und ja, von daher freue ich mich sehr. Und ach, für mich war es ein Highlight und ich war gestern Abend richtig glücklich, dass ich es geschafft habe, das auszulesen. Es fühlte sich auch einfach richtig gut an, mal wieder bis tief in die Nacht zu lesen. Und 5 Sterne hat es bekommen natürlich. So viel zu Positiven und dann noch was Positives. Bei mir ist heute nämlich ein Buch angekommen, schon wieder. Und zwar, Und wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler, das neue Buch. Ulla Scheler ist auch die Autorin von Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen. Das habe ich auch gelesen letztes Jahr und fand ich recht gut. Die Geschichte hatte für mich so ein paar Makel, aber der Schreibstil war sehr ungewöhnlich, hat mir gut gefallen. Und für mich war klar deswegen, dass ich dieses neue Buch von der Autorin auch lesen möchte und der Verlag hat mir das zugeschickt. Und das ist heute angekommen. Hier geht es um Felix und Alisa. Jetzt muss ich mal gucken. Oder Eliza, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Eliza ist wahrscheinlich schöner, ne? Felix ist jemand, der mit Kreide irgendwie auf den Asphalt Bilder malt immer wieder und die Menschen einfängt auf den Bildern. Und Eliza ist ein Mädchen mit einem dunklen Geheimnis, was niemand an sich ranlässt. Und dann begegnen die beiden sich durch Zufall. Und plötzlich ist es ausgerechnet Eliza, die Felix versteht wie niemanden sonst. Und zusammen sind sie stark. Doch dann holt Eliza ihre Vergangenheit und ihr Geheimnis sie halt wieder ein. Ja, klingt gut, klingt interessant und auch irgendwie nach einerseits einfach schön, aber andererseits auch irgendwie düstere Geschichte. Also ich kann es nicht genau erklären, aber ich glaube, das wird richtig gut und bin da gespannt drauf. Ich finde das Cover echt schön. Das passt, glaube ich, sehr gut zu diesem Aspekt mit den Kreidezeichnungen, weil es halt auch so ein bisschen gemalt aussieht. Und ja, ich bin echt neugierig drauf. Und wenn ich das gelesen habe, nächsten Monat oder so, schätze ich mal, vielleicht auch erst im November, dann wird es dazu auch eine Rezension geben. Oh, jetzt fällt mir schon ein Zettel entgegen. Ja, so viel dazu. Jetzt ist mein Akku gleich leer, den muss ich nämlich unbedingt aufladen, darf ich nicht vergessen, weil ich ja am Sonntag auch wieder Videos drehen muss, obwohl morgen ist ja auch noch ein Tag. Aber zum Vloggen muss ich den Akku aufladen. Wir haben es jetzt gleich, jetzt weiß ich gar nicht, wie spät ist es, ich habe keine Uhr. Ich glaube, wir haben es gleich so 14 Uhr, 13:30 oder so ist es jetzt bestimmt. Ich werde mich jetzt ein bisschen an den Schreibtisch setzen, habe dann aber um 14:30 Uhr noch einen Termin und ich denke. Ach, ich weiß nicht. Ich melde mich dann irgendwann, wenn ich Lust habe. Meistens klappt es sowieso nicht, wenn ich sage, ich melde mich dann und dann wieder und dann funktioniert es meistens nicht und ich melde mich schon früher oder später. Von daher sage ich einfach bis später. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Tag des Weekly Readings. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen K.O. und fertig aussehe. Ich bin's nämlich auch. Heute ist Samstag. Gestern ist leider alles so ein bisschen anders gelaufen als geplant. Ich hatte ja dann meinen Termin und dachte mir so, gut, dann gehst du jetzt dahin und wenn du wiederkommst, lernst du und wenn es dann abends ans Lesen geht, vloggst du nochmal. Hat nicht so geklappt, weil, also ich muss nächste Woche, habe ich Schulpraktikum und muss in dem Rahmen auch selbst unterrichten und das war alles schon klar. Was nicht klar war, also wir müssen, wenn wir unterrichten, eine grobe, oder eine, ja, was heißt eine grobe, eine Struktur halt entwerfen und Arbeitsblätter entwerfen und das müssen wir dem Lehrer vorher alles zuschicken. Und die Frage war jetzt halt, wann? Und bei der Besprechung selbst konnte ich leider nicht und war nicht da. Aber so wie das sich das anhörte, weil es keiner wusste, war es halt auch noch nicht klar, bis wann. Und am Mittwoch hat einer aus unserer Gruppe mit dem Lehrer telefoniert und da hieß es, das muss eine Woche vorher da sein. Hat sie uns aber nicht gesagt, erst gestern Abend. Und eine Woche vorher hätte für mich bedeutet, ich hätte das schon am Donnerstag abgeben müssen, weil ich nächsten Donnerstag unterrichte. Ja, da ich das nicht wusste, oder keiner von uns das wusste, hat es natürlich keiner fertig. Ich habe mich also gestern Abend hingesetzt. Ich hatte mir Gott sei Dank die Tage vorher schon so ein bisschen im Kopf Gedanken gemacht. Hatte zwar noch nichts aufgeschrieben, aber ich wusste so ungefähr, was ich will, für eine Stunde und musste das, habe das dann gestern aufgeschrieben, sodass ich das dann morgen nur noch ins Reine bringen muss und die Arbeitsblätter dafür entwerfen muss. Ja, das hat gestern Abend noch recht viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe das bis 9 dann noch gemacht. Und dann hatte ich die Schnauze voll und hatte dann ehrlich gesagt keine Lust mehr, mich vor die Kamera zu setzen, weil ich war dann so genervt von diesem. Also es ist halt die ganze Zeit schon so ein Hin und Her in dieser Gruppe und es war echt anstrengend und irgendwie fühlt sich immer keiner verantwortlich. Und naja. Dann
Wie ging es weiter heute? Heute war ich ja arbeiten. Wir haben es jetzt schon 6:30. Ich bin um 7:30 heute Morgen zur Arbeit und habe bis kurz nach 5 gearbeitet. Dementsprechend K.O. bin ich jetzt auch, weil es war ein sehr stressiger Tag auf der Arbeit. Im Prinzip ist gestern Arbeit liegen geblieben, die ich heute aufholen musste, und das war aber nicht machbar. Und es war einfach mega anstrengend und hat mich mega genervt. Und oh, ich habe mir dann ein Taxi sogar für den Rückweg genommen, statt Bus zu fahren, weil ich einfach so fertig war und keinen Bock mehr hatte. Und ja, ich war so um 5:30 hier, habe dann gerade noch geduscht und jetzt gehen wir gleich Pizza essen. Da freue ich mich schon sehr. Ich bin auch echt am Verhungern. Ich habe auf der Arbeit mich auch keine Pause machen können und dementsprechend seit dem Frühstück heute Morgen um 7 nichts mehr gegessen. Ich bin echt K.O. Und ja, freue mich auf die Pizza und dann möchte ich heute mit Abend und nachher mit der lieben Clary noch eine Lesenacht, eine kleine private machen. Apropos Lesen, ich habe gestern übrigens mein Erwählpaket noch angekommen. Yay! Ich werde es aber erst morgen auspacken, wenn ich Videos drehe. Und gestern habe ich angefangen, nee, gar nicht wahr. Gestern, vorgestern? Gestern. Evolution, den dritten Teil, die Quelle des Lebens. Ich kann es euch zeigen. Den hier habe ich gestern angefangen. Ich bin aber nicht weit gekommen. Ich hatte gestern auch irgendwie nicht mehr so richtig Lust nach dem ganzen Drama. 47 Seiten habe ich gelesen, immerhin. Und ja, dann werde ich auch heute weiterlesen. Ich habe das mal Riders vorgezogen, weil das liegt schon länger hier und ich möchte unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht, und hatte da gestern einfach Lust drauf, dass ich das angefangen habe. Ja, so viel dazu. Das war's auch. Also heute ist ja noch nichts passiert. Ich war halt nur arbeiten. Und jetzt gehen wir Pizza essen und nach dem Pizza essen wird hoffentlich noch lange gelesen, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, so müde wie ich jetzt schon bin. Und ach, mein Rücken tut weh, der bringt mich echt um. Ja, von daher gucken wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt aufs Pizza essen mit meiner Familie und habe Wahnsinnshunger. Und ich melde mich, wenn ich zurück bin und ans Lesen gehe, wieder bei euch. Der Sonntag ist auch schon angebrochen und damit sind wir beim letzten Tag des Weekly Readings angekommen. Gestern, nachdem wir essen gegangen waren, wollte ich ja noch so eine private Lesenacht mit der lieben Clary veranstalten. Das hat nicht ganz so geklappt. Also als ich zu Hause war und dann wirklich bereit zum Lesen war, es glaube ich so 10, und ich habe mich hingesetzt, wollte anfangen zu lesen, und nach 2 Seiten war ich plötzlich so müde. Das ist halt so, wenn man den ganzen Tag herumläuft, merkt man nicht, dass man eigentlich schon total K.O. und müde ist. Der Körper macht einfach so weiter, bis man dann zum ersten Mal wirklich einen Moment Ruhe hat, und dann holt einen die Müdigkeit dann doch wieder ein, und so war das gestern bei mir. Und dementsprechend habe ich dann vielleicht noch, ich weiß nicht, ich glaube 4, 5 Seiten habe ich insgesamt gelesen in Die Magie der Erinnerung. Das ist der 9. Teil der Schwert der Wahrheit-Reihe. Ich habe es jetzt leider gerade nicht hier, das liegt da hinten. Und ich habe Bücher auf meinem Schoß, deswegen kann ich es nicht holen. Ich habe nämlich gerade Videos gedreht, unter anderem auch das Avel-Unpacking. Und oh, ich bin so begeistert diesmal von meiner Avel-Bestellung. Also ich meine, ich bin immer begeistert und freue mich immer über die Bücher, aber diesmal waren so tolle Bücher bei Avel. Und ja, sie jetzt in der Hand zu halten, ist sehr schön. Ich schwanke hier gerade voll mit der Kamera. Ich habe ja auch 2 Mangas bestellt und ja, mehr könnt ihr dann im Unpacking sehen. Wir haben es jetzt schon, jetzt muss ich mal gucken, wo ist meine Uhr, meine Haare hängen überall. 16 Uhr haben wir es jetzt schon. Ja, ich habe heute Morgen halt die Rezensionen geschrieben, sozusagen. Also ich mache mir da immer Notizen und habe jetzt gedreht, und gegessen haben wir auch schon, und von da ist es schon relativ spät. Und ja, heute wird nichts viel Spannendes mehr passieren. Ich werde mich jetzt gleich an den Laptop setzen und ja, meine Unterrichtsstunde, wie ich euch erzählt hatte, fertig planen, damit das morgen am ersten Praktikumstag in der Schule dann auch fertig ist und ich das ja schon mal abgeben kann, bevor ich dann Donnerstag unterrichte. Und ja, dann werde ich später noch essen gehen mit 2 Freundinnen und ja, eventuell danach, je nachdem, wenn ich zu Hause bin, werde ich ja noch ein bisschen lesen. Aber ansonsten war es das auch schon. Mehr ist heute nicht los und wie gesagt, lesen, wenn erst spät heute Abend. Aber ich vermute, dass das auch nicht mehr viel sein wird. Wir treffen uns um 19 Uhr zum Essen und wir haben uns, glaube ich, ein Jahr oder so nicht gesehen. Also von daher werden wir uns auch Zeit lassen. Und dann bin ich frühestens wahrscheinlich 22 Uhr zu Hause, wahrscheinlich später. Und
Von daher, ja, wird da lesetechnisch auch nicht mehr so viel passieren, weil ich morgen dann auch um 6 aufstehen muss. Und deswegen denke ich, beende ich dieses Weekly Reading an dieser Stelle. Es wird lang genug sein. Also letztes Mal hatte ich etwas über eine Stunde Videomaterial und musste ordentlich kürzen, was mich total gestört hat, weil die Übergänge dann echt unschön waren teilweise. Und ich glaube, diesmal ist es ein bisschen weniger. Deswegen dachte ich, beende ich das jetzt auch. Dann passt das vielleicht alles. Ich hoffe, das Weekly Reading hat euch gefallen und dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Das nächste Weekly Reading wird nächste oder übernächste Woche kommen. Ich weiß es noch nicht genau. Also werde ich nächste Woche drehen oder übernächste Woche drehen. Mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wie das mit dem Praktikum jetzt so läuft. Ich glaube dann eher übernächste Woche, wenn ich auch unterrichtet habe und das hinter mir habe. Aber vielleicht bin ich morgen auch so spontan und habe da Lust zu und fange morgen schon das nächste Weekly Reading an. Mal sehen. Aber ja, wenn ihr eins der Bücher, die ich euch so im Laufe des Videos gezeigt habe, schon gelesen habt, dann könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu sagen. Ich verlinke sie euch auch alle nochmal unten in der Infobox. Und ansonsten war's das und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!